Dürfen Lehrer eigentlich so lange Unterricht machen, wie sie wollen? Und können Lehrer einfach mal willkürlich die Pausen verkürzen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und neben mir steht der YouTuber Jero. Hallo, herzlich Hallo willkommen. Hallo Christian, ja, danke, dass du mich in deine heiligen Hallen hier eingeladen hast. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt. Ich gucke die Videos immer an und heute bin ich mal selber Gast. Ja, da bin ich auch ganz, ganz glücklich, dass du den weiten Weg aus Frankfurt zu uns gefunden hast. Extra für euch natürlich. Ja, das ist total in Ordnung. Aber du hast uns erstens Fragen mitgebracht, über die reden wir gleich. Mhm. Da geht es um Fragen, die deine Zuschauer dir gestellt haben. Aber vielleicht sagst du kurz, was zu deinem Kanal. Was machst du auf Jero? Ja, ich mache vor allem Gruselgeschichten, gruselige Videos, aber ich mache auch viele Videos über die Schule, über aktuelle Themen, über ja, Themen, die Schüler interessieren, wie zum Beispiel auch die Fragen, die ich mitgebracht habe. Da geht es nämlich um Dinge, die Lehrer eigentlich nicht tun dürfen, aber trotzdem machen. Und ich dachte, da bist du der absolute Fachmann. Da muss ich auch mal fragen. Du hast vollkommen recht. Wir haben ein Video, was unser berühmtestes Video ist. Fast 1,6 Millionen Zuschauer. Da haben wir ja schon mal ein paar Themen geklärt. Man sah, da ist ein riesiger Regelungsbedarf. Ich habe aber Beschwerden bekommen über dieses Video. Was? Und wahrscheinlich bekommen wir auch wieder Beschwerden über dieses Video. Ach nein. Ja, und zwar die Lehrer, die haben sich beschwert. Wie kannst du, Solmecke, als Anwalt die Schüler über ihre Rechte aufklären? Das geht doch gar nicht. Das geht aber auch wirklich nicht, weil hätte ich das alles gewusst, was du mir schon erzählt hast in dem Video, ich hätte wirklich zu meinen Lehrern, ich wäre komplett anders drauf gewesen. Ja, also das haben die übrigens auch in meine Kommentare geschrieben, dass sie gesagt haben, hätte ich das noch damals früher gewusst. Ja, das ist wirklich so. Mann, aber hätte ich damals schon Jura studiert gehabt, als ich noch auf dem Masen... Ja, wo warst du da? Meine Güte, Mann. Das mir so viel Leid erspart. Gut, fangen wir mal an. Du hast einen ganzen Haufen mitgebracht. Richtig, ne? Viele auf jeden Fall. Ich würde sagen, einfach mal mit der ersten Frage. Ich stelle sie dir mal ganz konkret. Dürfen Lehrer nicht vorher angekündigte Klassenarbeiten schreiben? Das gab es bei mir auch zum Beispiel, ja. Also erstmal musst du unterscheiden zwischen Tests und Klassenarbeiten. Ja. Da haben wir uns nämlich hier einiges rausgepickt. Ich habe mir das mal ein bisschen vorrecherchieren lassen. Bei den Tests ist es so, das sind nur Leistungskontrollen, die dürfen 30 Minuten nicht überschreiten. Und die dürfen jederzeit auch unangekündigt geschrieben werden. Mhm. Das ist super, super lästig. Es gibt nur in Brandenburg, in § 46 des brandenburgischen Schulgesetzes, die Info, dass Eltern vorher informiert werden müssen, wenn ein Test geschrieben wird. Mhm. Also Brandenburger Kinder haben da Glück. Jetzt kommen wir aber zu den Klassenarbeiten. Ja? Und da ist es wirklich spannend, die dürfen nicht unangekündigt geschrieben werden. Oh. Ja, finde ich ganz gut. Also, finde ich auch richtig so eigentlich. Finde ich auch. Aber ich hatte jetzt gesucht, extra, weil du mir das ja geschickt hast, in den Gesetzen steht nichts drin in den Gesetzen. Okay. Aber, wo habe ich was gefunden? Ich habe was gefunden in einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, jetzt für Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2015. Also gibt es ganz viele Runderlasse von allen möglichen Bundesländern. Und die haben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel geregelt, Klassenarbeiten dürfen nicht an einem Nachmittag geschrieben werden. Ach so. Schon mal gut zu wissen, oder? Aber jetzt nur in Nordrhein-Westfalen. Das ist jetzt nur Nordrhein-Westfalen. Ja, der jedes Hessen wohne, wird aber ähnlich laufen. Primarstufe 1, Sekundarstufe 1 werden nicht mehr als zwei Klassenarbeiten in einer Woche geschrieben. Auch ganz gut zu wissen, würde ich sagen. Ja, das ist ganz gut. Bei mir gab es drei immer die Regel, also haben die Lehrer uns erzählt. Ja, ich weiß ja auch nur zwei. Nö, zwei, ja. Ja, zwei. Ich... Gibt's doch gar nicht. Meine Dieses Herren. Video hätte 5 Jahre früher kommen müssen. Ja, allerdings. Dann, was ich auch interessant finde, wenn du eine Klassenarbeit schreibst, die muss mindestens eine Woche vorher angekündigt werden. Mhm. Und jetzt das für mich Wichtigste, was wir bei den Recherchen rausgefunden haben für dich. In einem Zeitraum von maximal 3 Wochen muss eine Klassenarbeit korrigiert und benotet. Und also das ist wirklich so eine Sache, die wird bei uns nie gemacht. Das war bei uns aber auch nie so, ja? Ja, bei uns gab es so einen Lehrer, wirklich, der hat immer gesagt, der hat so lange gebraucht und jedes Mal ein bisschen länger und jedes Mal ist er umgezogen. Er hat immer gesagt, ich bin umgezogen. Er hat gesagt, wie oft ziehen Sie denn um im Halbjahr? Der wirklich... Der meinte, ja, die Arbeit ist wie guter Wein. Je länger sie braucht, desto wertvoller ist sie am Ende. Also wirklich, der hat die immer so eine letzte Stunde vor den Ferien wiedergegeben. Also hätte ich dem das gezeigt, dann... Vor allem, was ich noch interessant fand, vor der Rückgabe und Besprechung einer in demselben Fach geschriebenen Klassenarbeit darf keine weitere in dem Fach geschrieben werden. Naja, okay. Das liegt aber auch nicht. Okay, das ist natürlich klar. So, was haben wir noch hier Gutes? Okay. So, dürfen Lehrer eine Zeugnisnote nach Ausgabe des Zeugnisses noch korrigieren? Finde ich auch sehr spannend, die Frage. Ja. Also da muss man sich die Frage stellen, wie kommen überhaupt Zeugnisse zustande? Die kommen zustande durch die Zeugniskonferenz. Da sitzen also alle Lehrer, die in einer Klasse unterrichten, zusammen. Und die sollen dann das Gesamtbild des Schülers auch betrachten. Also es ist gar nicht so, dass der Mathelehrer immer deine Mathe-Note festlegt, sondern das machen die schon gemeinschaftlich. Okay. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die sich dabei vertun und dann kann das nachher auch korrigiert werden. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, nur wenn wieder eine neue Zeugniskonferenz einberufen wird. Ja.
also okay. Ganz wichtig. Das geht nicht ohne weiteres. Okay. Mit einer Zeugniskonferenz, ja, kann man die Noten noch korrigieren. Oder natürlich, wenn man, also so eine Note ist ein sogenannter Verwaltungsakt. Hier wird es schon wieder juristisch. Okay. Ja, aber gegen Verwaltungsakte kann man sich eben auch juristisch wehren, dann kann man auch ein Zeugnis korrigieren. Ja, bei uns wurde auch immer gesagt zum Beispiel, nee, es geht nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Mir ist auch mal der Fall bei meinem Rallye-Lehrer. Ich weiß nicht, darf ich jetzt überhaupt hier so konkrete Sachen erzählen oder wie ist das jetzt rechtlich, bevor ich jetzt hier... Nein, komm, hau raus. Wir sind ja hier unter uns. Sonst komme ich zu dir. Das kommst du mir. Nee, genau, ich hatte auch einen Rallye-Lehrer, der hat das auch gesagt. Ich hatte eine 2 eigentlich, er gibt mir eine 3 im Zeugnis. Ich so, ja, hier, was ist denn los? Ja, schon eingetragen, ich kann es nicht mehr ändern. Ja. Ich gebe dir nächstes Jahr eine Note besser. Ich so, ja, okay, bringt mir auch nichts mehr viel. Also, nee, und das stimmt eben nicht, ja. Hier, gute Frage, ja. Der hat dir Scheiße erzählt, muss ich leider so sagen. Ja, die aber, müssen mal so einen Kurs machen vielleicht auch, so einen rechtlichen, oder? Vielleicht, die wissen es vielleicht auch selber nicht. Oder denkst du, der weiß das und denkt der Julian weiß das nicht, aber kann ich den schon ein bisschen abziehen? Vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt, nochmal eine neue Zeugniskonferenz einzurufen und dann all den Kollegen sagen zu müssen, ich habe sorry, ich vertan. Gemacht, ja. Aber, klare Antwort, darfst du korrigieren. So. Ah, den finde ich gut. Darf ein Lehrer den Unterricht so lange machen, wie er möchte? Ja, also das ist ja was, Nachsitzen als Strafe ist verboten. Nachsitzen, wenn du irgendwie Unterricht versäumt hast, das geht. Ja? Okay. Also ja, man denkt ja immer so, nur bestrafe, das geht eben nicht. Oder nur wenn das Nachsitzen dazu dient, dass verloren gegangener Unterrichtsstoff wieder aufgeholt wird. So. Mhm. Aber da habe ich dir einen Fall zu mitgebracht und den fand ich wirklich gut. Ein Realschullehrer aus Neuss, der ist 2017 verurteilt worden, wegen Freiheitsberaubung. Wegen Freiheitsberaubung? Mhm. Jetzt zeige ich dir mal, was der gemacht hat. Der fand eine Klasse immer als sehr laut. Deswegen hat er gesagt, pass mal auf, liebe Leute, ihr sitzt jetzt alle nach und ihr schreibt eine Strafarbeit über den Geigenspieler Paganini. Okay. Und da hatten die überhaupt keinen Bock drauf. Was haben die gemacht? Die waren krass drauf, die haben die Bullen angerufen. Und haben die Polizei angerufen, ein Schüler mit dem Handy hat die Polizei angerufen. Und die Polizei hat dann die Klasse aus dem Klassenraum befreit. Also, wie bei so einer Geiselnahme. Genau, wie bei einer Geiselnahme. Also moderne Art des Nachsitzen. Ja. Was hatte der Lehrer gemacht? Der hatte sich demonstrativ mit einem Stuhl und einer Gitarre auf den Knien in den Türrahmen gesetzt, um den Schülern den Ausgang zu versperren. Ja, okay, das ist aber wirklich ein bisschen krass. Was hat er denn dabei gedacht? Also wirklich so, ja, und dann hat er schuldig gesprochen, hatte allerdings nur eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Und dann ging er in die nächste Instanz, Landgericht Düsseldorf, Riesenbohai. Und dann haben sich die Schüler untereinander widersprochen. Oh. Okay, dann ist er ganz freigesprochen. Er hat es geschafft. Aber du siehst, mal eben so nachsitzen lassen. So einfach geht es auf jeden Fall nicht. Die Schüler wehren sich, weil die haben manchmal Handys mit dem Unterricht. Ja, das ist schon krass. Aber ob man Handys mit dem Unterricht nehmen kann, das seht ihr eigentlich heute auf deinem Kanal. Auf meinem Kanal zum Beispiel. Ja, könnte der Lehrer dann gegenüber denen eine Strafe verhängen, weil die ja die Polizei angerufen haben mit einem Handy, was sie gar nicht benutzen hätten dürfen? Das ist eine gute Frage. Würde ich sagen, klären wir gleich in deinem Video. In meinem Video. Ja, okay, ist doch gar nicht schlecht. Ja. Ja, okay, nächste Frage. Dürfen Lehrer die Pausen kürzen, streichen? Ähnlich. Ja, ist ganz ähnlich, genau. Da muss man dann wieder, also ist wirklich ein Wust, diese Schulgesetze, sage ich dir, muss man schauen, dass es natürlich einen beschlossenen Stundenplan gibt und dieser Stundenplan ist auch einzuhalten. Und dann habe ich wiederum in einen Runderlass des Schulministeriums, jetzt mal hier für uns Nordrhein-Westfalen geschaut, aber jeder hat solche Erlasse, da steht also, die Mittagspause dauert 60 Minuten und schließt an die Unterrichtszeit am Vormittag an. So, und jetzt kommt's. Unterschreitungen von höchstens 15 Minuten und geringfügige Unterschreitungen sind aus organisatorischen Gründen in Zustimmung der Schulkonferenz zulässig. Das heißt, dass im Wesentlichen natürlich alle Pausen einzuhalten sind. Die können nicht so ohne weiteres die Pausen kürzen. Es wurde gesagt, in Nordrhein-Westfalen heißt es mal 5 Minuten überziehen ist noch drin, länger okay. nicht. Okay, also es gibt so einen kleinen Toleranz. Es gibt einen kleinen Toleranzspielraum, aber mehr dann auch nicht. Und ansonsten muss man sagen, orientieren sich, das fand ich auch interessant, die Pausenzeiten interessanterweise am Jugendarbeitsschutzgesetz. Okay. Ja, weil's dafür weil jetzt die keine Schule als Arbeit so gesehen. Ja, ist ja auch irgendwie Arbeit, oder? Irgendwie schon ein bisschen. So, 2 haben wir noch hier, ne? 2 haben wir noch liegen. Ja, gucken wir so, mal. So, wir haben noch, dürfen die Lehrer Noten laut vorlesen? Was glaubst du? Wurde bei uns oft gemacht, zumindest so praktiziert. Wurde bei uns auch so gemacht. Habe ich jetzt meinen Sohnemann gefragt, den Julian, heißt wie du. Oh, cooler Vorname, oder? Ja, klar. Wenn er gerade zuguckt. Und er sagte mir, nee. Kurze Frage, ganz kurz nochmal vorher. Dein Sohn, akzeptiert er eigentlich mittlerweile den Kanal? Ich muss mal ganz kurz fragen.
Ja, aber guck lieber deinen Kanal. Ach. Ah! Also Julian, ich schreibe einfach noch mal kurz Autogramm hier. Nein, warte mich! Du triffst Jared. Du ein Selfie machen. Ja, wir machen ein Selfie und wir brauchen Autogramm. Ich sag, ob der aber jetzt Autogrammkarten dabei hat, ich weiß nicht. Ja, wir gucken mal. Also, Noten laut vorlesen. Wie läuft das bei meinem Sohnemann ab? Die Fragen, wer ist damit einverstanden, dass seine Noten nicht vorgelesen werden? Oder wer ist nicht damit einverstanden, dass die Noten vorgelesen werden? Kann man sich melden? Okay. Und sage ich, boah, wer meldet sich denn da? Oh, wir sind wohl einige. Okay. Aber trotzdem finde ich auch schon so ein bisschen... Das ist komisch. Das ist Opt-out. Ja, du musst also sich aktiv rausklicken. Nicht, ja. Du musst dich nicht melden, wenn du es willst, sondern wenn du es nicht willst. Okay. Ah, finde ich auch schon nicht so ganz optimal. Ist ein bisschen komisch. Ja. Aber gut, okay, besser noch, als überhaupt nicht zu fragen. Denn das ist ja hier die eigentliche Frage. Genau. Das funktioniert nicht. Eigentlich nicht. Ja. Nee, ist Persönlichkeitsrechtsverletzung der Schüler. Also auch selbst Schüler haben Persönlichkeitsrechte. Manch Lehrer mag das nicht glauben, aber selbst Schüler haben... sind auch Menschen, okay? Auch Schüler sind Menschen, ja. Diese Zustimmung, das ist das Interessante. Ach krass, ja genau, deswegen kam ich drauf. Kann eigentlich erst ab 14 Jahren gegeben werden. Und dann können die ohne Eltern auch zustimmen, die Schüler, dass die Noten vorgelesen werden. Also wenn man unter 14-Jährige fragt, seid ihr damit einverstanden, dass die Noten vorgelesen werden, sind diese Schüler überhaupt rechtlich noch gar nicht in der Lage, zuzustimmen? Okay, ungültig quasi. Also ungültig, genau, ja. Ja. Würdest du, wenn es jetzt bei deinem Sohn passieren würde in der Schule, würdest du da einschreiben oder so, oder sagst du, nee, ich nehme das zurück? Nein. Ich habe da eine ganz andere Auffassung. Ja. Ich persönlich glaube, die Lehrer haben einen schweren Job, okay. Und solange sich das alles im Rahmen bewegt und man sieht ja auch, wie gerne der Kurze zur Schule geht, da passt das schon einfach alles. Und dann sollen die auch mal machen, ja. Du bist jetzt nicht so ein Anwalt, der sagt, oh, Paragraph 34 AB, ich komme hin direkt und handschellen. Nee. Also es gibt manchmal, also haben wir jetzt nicht auf der Schule, aber schon mal früher erlebt, Eltern, die sehr unentspannt sind, ja. Ja. Kommen die dann zu dir, die Eltern? Wir haben schon mal angefangen, aber ehrlicherweise, bitte nicht zu mir kommen, wir machen ja kein Schulrecht. Ja. Kommt nicht zu mir. Lass den Arm nicht Ruhe, deswegen. Okay. Komm, eine letzte hast du noch. Ach ja, die ist auch noch Vorlesende, aber jetzt was anderes. Dürfen Lehrer geheime Zettel lesen bzw. laut vorlesen, wenn offensichtlich ist, dass dieser nicht für sie, sondern ein Mitschüler bestimmt war? Ja. Gibt es überhaupt noch geheime Zettel? Ja, wahrscheinlich eher die geheimen WhatsApp heutzutage. Irgendwie so. Geheime WhatsApp, ja. Nee, geht natürlich auch nicht. Es gibt sogar diese Geheimzettel, unterliegen dem Briefgeheimnis. Ist ja interessant. Man denkt ja so, die sind ja gar nicht mehr geheim, wenn das hier so draufgeschrieben ist. Aber auch eine Postkarte ist Briefgeheimnis. Darfst du nicht mitlesen. Okay. Also Lehrer auch nicht. Dürfen sie aber leise lesen? Für sich selber lesen? Ja, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das haben unsere Lehrer immer gemacht. Die haben es immer so durchgelesen und zerknollt. Das dürfen sie auch nicht. Habe ich gestern nochmal hart recherchiert für dich. Ja? Und fand so in Foren die Diskussion auch unter Lehrern, die sagen, hey, warum liest du das denn überhaupt? Was willst du denn wissen? Willst du wissen, was die über dich denken? Oder was sind da so die Hintergründe? Ne? Auch ein bisschen. Ja, das waren interessante Themen. Das waren schon, man möchte meinen, es waren viele, aber es waren noch nicht alle. Es gibt noch mehr. Wo? Auf dem Kanal von Jero, verlinkt unter dem Video hier, kommt also unmittelbar dahin. Und da würde ich sagen, geht es jetzt unmittelbar weiter. Da haben wir richtig krasse Fragen noch beantwortet. Ja. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo auf diesem Kanal habt, dann hinterlasst das Abo hier. Das wäre total wichtig. Wir sehen uns hier nämlich morgen schon wieder. Dir danke ich recht herzlich, dass du vorbeigekommen bist. Und euch sehe ich morgen. Tschüss und bis dahin.